Moin, willkommen zu Rache vor Belfast. Ja, das ist eine kleine Spontanaufnahme gewesen, weil ich U-Boot auch für mich privat ein bisschen spiele. Diesmal ist es U552. Und wird man gleich in der Anmoderation noch sehen, dass mir das so irgendwie spontan angefallen ist. Oh, jetzt könntest du ja mal aufnehmen, das ist ja gerade eigentlich ganz geil. So, also das hier wird eine Zwischenfolge zum eigentlichen U-Boot-Let's Play und das Let's Play von U-Boot auf meinem Kanal wird so auch weitergehen, allerdings in etwas anderer Form. Weil ich hatte etwas pausiert, um beim Publisher zwecks Lizenzrechten von Musik und all sowas nachzufragen, beziehungsweise mich versichern zu wollen. So, meine E-Mails blieben unbeantwortet, deswegen mache ich das jetzt so einfach weiter. Ich werde unter Umständen auch noch mehr wegschneiden oder rausschneiden als ohnehin schon, beziehungsweise vielleicht auch noch einzelne Sachen aus den Originalaufnahmen überspringen, weil mir das so einfach nicht gefällt. So ein bisschen, weil das einfach ein Stück zu lang, ja, langweilig klingt, kann man so sagen. Also mir zumindest so. Im Nachhinein, wenn ich mich selber gehört habe, gefiel mir das nicht. So, aber das nur dazu. Der Rest wird man ja erzählen. Erstmal, ja, viel Spaß bei Let's Talk U-Boot. Willkommen zu einem kleinen, Zwischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Zwischenfilmchen oder so. Und zwar bin ich mal wieder dabei gewesen, U-Boot zu spielen. Und die momentane Mission besagt eigentlich: Fahre von Wilhelmshaven los, liefere einen Spion in Belfast ab. Und da sind wir auch gerade gewesen. Ich habe mich hier nämlich durchgefrickelt durch diese kleinen ländlichen Dinger. Nee, ich wollte mich hier durchfrickeln. So, ich bin hier so lang gefahren, wollte mich hier so durchfrickeln. Dann kamen irgendwelche Flugzeuge an, haben mich platt geknallt. Fast platt geknallt. Das hat gerade eben noch so funktioniert. So, bin ich dann hier etwas reingeflüchtet. Ich muss hier einen Spion abliefern. In dem Hafen von Belfast. Und genau hier bin ich auch. Ich stehe quasi vor der Tür zu Belfast unter der Fußmatte und habe da gesehen, deswegen habe ich jetzt gerade auch spontan die Kamera angemacht, zwei fette Frachter, die einfach mal so gechillt vorbeischauen wollen. So. Und Empire, was bist du für einer? Empire Lance, ne? So. Warte mal, wie kann ich dich jetzt, Empire Lands, genau, so. Torpedo-Kurs berechnen. Und das sind zwei richtig fette Brocken. Ne, das sind zwei richtig fette Brocken. Oh, ich liege hier seit etwa 6 Stunden mit meinem Boot. Natürlich keine 6 Stunden Spielzeit, sondern man spult das natürlich immer wieder vor in verschiedenen Arten und Weisen. Aber das Boot liegt hier seit etwa 6 Stunden. Es dreht auch regelmäßig die Mannschaft durch. Das ist gerade nicht so wirklich das Problem, weil nämlich hier keine Sau ist. So, ich weiß nicht warum, aber ich hatte erwartet, dass hier Patrouillenboote oder irgendwie sowas sind. Aber hier vor Belfast ist gerade gar nichts. So, Problem ist, wenn ich auftauche, dann habe ich ein Problem. Weil dann kommen Flugzeuge. Aber solange wie ich nicht auftauche und mich hier in meine Base schülle, kann mir eigentlich scheißegal sein, was hier oben überall abgeht, ne? Also, so. Ich bin jetzt gespannt, ob ich die kriege. Wie gesagt, ich habe auf beide Schiffe jetzt schon eine Zielerfassung machen lassen.
Habe vernünftig viel Torpedos in den Rohren. Das ist ein bisschen... Oh, die können aber noch Rohr 1 vorheizen. Du, heiz mir mal Rohr 1 vor. Und zwar schnell. Vorheizen. Das wäre ja schade, wenn der Fisch dann irgendwie kaputt ist oder so. Ich meine, ne? Also ich meine ja nur so... So, und der andere, der guffelt da hinten so rum. Ich habe gesehen, einer von denen hat... Da, einer von denen hat eine Knarre hinten. Das ist der da. Der da, der hat eine Knarre hinten auf jeden Fall. Der andere, der hat, glaube ich, keine. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Kann ich den Zoom-Faktor 6? Ach ja, oh geil. Der hat, glaube ich, ja, genau, da, guck. Der hat hinten so eine kleine scheiß Knarre drauf. Das gibt's ja gar nicht. Wollt ihr euch lecker Zeug holen, oder was? Aus Amerika oder so, kann das sein? Wo ist denn der andere jetzt, hä? Hallo. Ach, da ist er. Empire Lete. Wie wunderschön. Ja. Hat aber keine Knarre hinten. Das ist aber ein Pech. Ja, dann. Muss ich dich ja leider umbringen, ne? So. Beziehungsweise versinken da. 100% Empire Lands. Wenn die Empire Lands weg ist, kann ich die Empire Lete ganz gemütlich aufs Korn nehmen. Die kann dann überhaupt nichts mehr tun. Ist dann vollkommen am Popo quasi. So, aber müssen wir jetzt mal gucken hier. Ist bei denen mal so langsam, aber sicher. Und zwar glaube ich, dass Stopp ziemlich genau jetzt der Punkt erreicht ist, ne? Ich habe nämlich jetzt letztens einen Schuss abgegeben, beziehungsweise ich hatte letztens einen Schusswechsel und da sind irgendwie von 13 Torpedos sind 9 daneben gegangen. Das war so richtig... Nee, warte mal. Den. Das war so richtig für die Wurst, ne? Direkt nochmal. Komm. 100%. Das muss aber jetzt mal klappen hier. Rohr 4, fertig. Los! Brauchst das aber nicht zu laden. Du sollst mir die vorheizen. 1 und 2. Dankeschön. Hat er jetzt nicht daneben, ey. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Da schwimmt der Fisch. Da schwimmt der zweite Fisch. 30 Sekunden. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedo einschlag. Theoretisch. Ich hatte ja nie so richtig... ist mal zeigen können. Warte mal. Ich habe das ja nie so richtig zeigen können im Let's Play, wie man mal 30 Sekunden wieder mal so richtig was abgeht, ne? So, warte mal. Ich will doch noch. Dich. Genau. Torpedo ausrichten. Dich will ich doch auch noch. Mein Freund. 96%. So. Warte mal. Komme ich jetzt mit der Kamera nah dran? Oh ja, pass mal auf. Ich komme jetzt mit der Kamera nämlich nah dran. Und dann kann man mal so richtig schwarz in die Luft fliegen sehen. Das heißt natürlich nur, wenn er jetzt hier nicht wieder daneben ballert, ne? Da ist er. Schön. Und ich glaube, er trifft ihn auch. 10 Sekunden bis Einschlag.
Ich glaube, er trifft ihn auch. So ein Feuerball! Junge! Mann! Ja, fliegt das aber, wa? Guck mal, da kommt der Nächste. Heute wieder ganz in Scheiße. Tschüss! So, das ist die Rache dafür, dass ihr mich einmal versenkt habt mit euren Scheißknarren. So, jetzt müsste die Kiste aber irgendwie gleich mal im Sack sein, ne? Oder habe ich da was falsch verstanden? So, wie sieht denn der jetzt aus? Schwere Schäden am Rumpf. Der müsste im Sack sein. Dann könnte man eigentlich T1 G7 A. Rohr 3 bewässert. So, müssen wir den anderen nur noch irgendwie drei Knoten. Er traut sich nicht mehr. Sie sinken. Blub, blub, weg war er. So. So einfach geht das nämlich. Ja, du willst mich nämlich arschen, mein Freund. Ich weiß, du willst mich arschen. Aber ich lass mich nicht arschen. Funker, geh mal bitte da dran und melde unsere Heldentat. So, klatsch, klatsch. Für sowas muss ich vielleicht mal einen Twitch-Kanal oder so zulegen. Das gibt's ja gar nicht. Eingehend Azalea, was ist denn? Azalea. Einheit übermittelt Telegramme per Funk. Na, wie super. Pass auf. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann lass mich mal bitte drehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nein! Nein! So. Los! Rohr 2, bewässern! Hoffentlich krieg ich den auch noch. Rohr 2, fertig! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Sehr wohl, Herr Kaloy. Oh Mann, hoffentlich krieg ich die auch noch. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Ich glaube, das könnte auch was werden. Meine lieben Freunde, heute ist Zahltag. Dafür, dass ihr mich eben im Flugzeug fast umgebracht hättet, jetzt ist Zahltag. Pass mal auf, da kommen sie an. Da hinten kommen sie an. Und wie man mein Schiff überhaupt nicht sieht, geil. Tschüss. Zieh schon mal die Schwimmwesten an. So, guck mal, der eine ist da schon vollkommen abgesoffen, ne? Und Röms. Tschüss. So. Jetzt kratzen wir gleich mal gepflegt die Kurve, damit wir uns nicht, ne? Und so. Treffer. Feuer an Deck. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Genauso will ich das doch hören. Rohr 1 geladen. Bist du immer noch nicht im Sack? Was ist das denn für ein Ding, ey? Schauen wir mal. Das gibt's ja gar nicht! Du schwimmst noch? Nach zwei Torpedo-Volltreffern schwimmst du noch? Was bist du denn für ein Riesenpott? Okay, jetzt brennt sie ein bisschen ab. Das gibt's ja gar nicht. Eingehend Azalea.
Wir empfangen aktive Funksprüche. Eingehend Empire Livingstone. Na super. Da kommt doch bestimmt gleich wieder irgendein großes, fettes Schlachtschiff hier löte und versucht mich dann wegzuknallen, ne? Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Das kann doch bald gar nicht mehr sein. Los! Hüllenbruch, Sie sinken. Oh, jetzt habe ich ein Torpedo verschwendet. Übertragen verloren, Emperlete. Na gut. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Da geht sie unter, das ist prima. Beinhaltet 10-mal Wurst. Hier ist Fischkonserven. Fischkonserven. Ja, lecker! 20 Sekunden. Oh, die sind wohl baden gegangen. Oh, das ist ja nicht so geil für die. Na, ja, das tut mir ja leid ein bisschen. 10 Sekunden bis Einschlag. Ja, der wird jetzt daneben gehen. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist jetzt wenn nehmen so schlimm. Alter. Pff, was man so alles erlebt, das gibt's überhaupt nicht. Ich hab... Ja, ging daneben, Herr Kaloy. Ja, da ist er ja. Ich hab mit diesem Schiff hab ich 3 nutzlose Missionen gefahren. 3 nutzlose Missionen, wo ich kein Schiff gefunden habe. Leck mir den Blumen. Ja, nee. Mann, Mann, Mann. Und jetzt kommt das hier. Jetzt kommt direkt so ein Riesenheinz hier. Ja, da zieht der Torpedo seines Weges. Ja. Mach's gut. Bist ein Juter. Bist ein Juter. Ja. Ist schon doof, wenn er noch ein Schiff lang will, ne? Jetzt, wo die Pötte da auf Grund liegen, ne? Oder? Habe ich das irgendwie doof in Erinnerung? Ich glaube nicht, ne? Das ist ein Stück weit scheiße für die jetzt, ne? Also noch scheißer als ohnehin schon. G7A-T1. Ein Dampfgas-Torpedo bist du ja sogar. Ja, tut mir leid, dass ich dich irgendwie jetzt verschwendet habe. Du solltest eigentlich in irgendein hässliches Scheißschiff reingeknallt werden. Hm. Naja, gut. Immerhin, die beiden fetten Pötte sind weg. So. Und jetzt warte ich bis zum Einbruch der Dämmerung. Das heißt, ich glaube, erstmal will ich mich jetzt mal gepflegt verpissen. So. Bestätigt. Mich gepflegt. Oder soll ich auftauchen und looten? Es reizt mich ja jetzt, dieses ganze Loot-Zeug da einzupacken. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt auftauche und loote, verrate ich meine Radarsignatur und es kommen ganz viele unartige kleine Flugzeuge auf mich zu. Was haben die denn da gerade eben? So, also den haben wir schon tiefer gelegt, das Schiff, ne? Das muss man ja mal sagen. So, und ihr seid... So, ihr seid die Seemänner aus dem Schiff, ne? Ihr seht ein bisschen aus wie aus Freddy Krügers Hobbygarten oder so. Aber naja, ja, ja, gut, das Hauptmerkmal des Spiels liegt ja auch nicht auf der Schönheit der Figuren, sondern auf der Mechanik des Schiffsfahrens. So, Mann, 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 hallo... Jungs, wie sieht das aus? Ihr habt Glück, da drüben ist das Festland. Mit euren Schaluppen könnt ihr das echt noch machen. Tschüss. So. Und hier hinten? War das so ein... Hab ich ja gerade Matrosen gesehen, ne? Seid ihr nicht Matrosen? Was machst du denn da, Junge? Aber... So, was macht man aber auch nur zu Hause eigentlich, ne? Und nicht in so einem Boot, wo alle zugucken, ne? Oder habe ich da gerade was falsch verstanden? Ja. Ja, ich glaube, wir lassen ihm mal seinen Spaß, ne? Also, das ist schön. So, wie sieht das denn jetzt hier aus?
Kuckwal. Ach, in Blau sieht das doch viel schöner aus, so ein Frachtschiff. Guck mal einer an. Jetzt krieg ich doch hier mit dieser Kamera hier rein. Mann, Mann, Mann. Ich bin ein Fischi. Nicht wirklich, aber ich tue gerade so. Hallo. Mann, Mann, Mann. Ist das ein schönes Loch hier drin? Guck mal. Ist das ein schönes Loch? Komme ich da rein? Hallo? Nein. Also ich kann da nirgendwo reingucken oder so, aber schau mal an, was das die für Geschütze hatte. Zwei Knarren hier vorne. So. Zwei Knarren hier vorne. Ich glaube, hinten auch noch welche. Warte, kann ich das irgendwie beschleunigen? Nee. Achso, das ist schon beschleunigt. Nee, warte mal, ich werde das auch noch gucken, ja. Hier hinten auch noch ein so ein fettes Artilleriegeschütz. Wegen diesem Scheißrohr bin ich im Let's Play einmal abgekratzt. Also einmal ab, nicht abgekratzt, abgesoffen, heißt es dann ja. So. Auch noch MGs auf beiden Seiten. Oder was ist das? Nee, das sind auch noch kleine Geschütze. Also das Ding ist ja ein halbes Schlachtschiff gewesen schon. Bis an die Zähne bewaffnet, der Scheiß. Das hat jetzt aber nicht viel gebracht. Du miese Kacke. Du miese Kacke. So. Tiefer gelegt wird's. Ganz einfach. Schwupp, schwupp. Übertragung verloren. Empire Livingstone. Ja, Empire Livingstone ist der, der Frachtertyp, dem die da gehorchen. So. Überlege, ob ich kurz auftauchen soll zum Luft holen. Ponton, Ponton, Wrack, Ponton. Kapitän? Fang aktive Fugsprüche. Azalea, Azalea. Ach, warte mal, ich kann mir die runterladen? Ist ja ganz was Neues. Ach geil, ich kann mir die runterladen. Ich kann mir die downloaden quasi. Die Funksprüche, die hier abgesetzt werden. Azalea. Na gut. Wird wahrscheinlich nur so heißen wie Hilfe, da U-Boot, Torpedo, komm schnell oder so. Wird da wahrscheinlich drin geladen. Rot 3 geladen, ihr lädt schon die Torpedos nach. Ist ja wunderschön. Können wir vielleicht noch gebrauchen, weil wenn ich den Spion dann nachher irgendwo in Belfast absetze und dann mich dann verpissen muss, dann kommen ein paar geladene Torpedorohre gerade recht. So, du kannst mir bitte Folgendes machen. Ich bin jetzt auf 7 Meter und du gehst mal bitte auf... Nee. Wie tief ist das eigentlich unter mir? Pass mal auf. Dann gehst du mal wieder an den Kurs. Und der Captain. Super heftig, Captain. So, du gehst mal da weg. Du gehst mal da runter. Nein. Du sollst das. Ja, hier hatte ich öffnen. So, runterklettern. Dankeschön. So, und dann möchte ich bitte, dass du einmal mir ein Echolot vornimmst. Ich bin jetzt auf 7 Meter. Noch ein flacher Ping. Plus 17 Meter. Das heißt, ich kann auf 20 Meter mal locker runtergehen. So, genau. Herr Kaloy? LI tief halten. So, und du? Was kann er denn jetzt machen? Eigentlich kann er gerade gar nichts machen. 20 Meter. Ja. Wieso sinkt das Ding denn jetzt so schnell? Hä? Ich hatte 17 Meter unter mir und war schon 7. Also habe ich eine insgesamte Tiefe von... Eine insgesamte Tiefe von 17 plus 7 sind 24. Und ich habe auf 20 Meter eingestellt. Das muss aber doch eigentlich funktionieren. Oder bin ich jetzt doof? Wahrscheinlich habe ich irgendwas verpeilt, was ich nicht hätte verpeilen sollen, ne? Ja, dann machen wir halt mal auf 15 Meter kommen. Du willst es doch auch. Auf Seerohrtiefe.
So. Na, du würdest doch auch. Was? Kannst du auf 15 Meter schon was gucken? Du kannst auf gar keinen Fall was gucken. Nee, 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 Junge, pass mal auf. Gönn dir mal eine Ruhepause. So, und der Funker. Boah, soll der Funker noch irgendwas machen? Nee. Nee, ich glaube, der Funker braucht nichts machen. Der Funker, der kann bitte. Bestätigt. Soll von mir jetzt auch Pause machen? Ist mir gerade egal. Gut. Ja, ich lasse die jetzt hier noch irgendwie die Jungs noch eine Runde drehen und jetzt nachts schauen wir dann wieder vorbei. Wenn es richtig schön dunkel ist und so. 12.33 Uhr, es ist ein wunderschöner Frühlingstag draußen. Bis darauf, dass ich gerade ein paar Schiffe tiefer erlegt habe, aber gut. Aber ich muss da ja noch ganz rein, einmal. Das ist ja relativ doof. Funktelegramm von Azalea. Azalea, diese Nachricht scheint verschlüsselt zu sein. Ist ja wundergeil. Brauche ich die restliche Azalea gar nicht erst. Kann die jetzt runterladen. Pro 4 geladen, du heizt die direkt an, die Torpedos, ne? Bist du ein Guter. Gruppe entdeckt ein paar Lens. Ja, das ist egal. Das ist egal. Gut, Rums, genau. Dann werde ich mal abwarten, was so der Tag bringt, beziehungsweise was dann die Nacht bringt. Ja. Schon, vielleicht kommt ja gleich noch ein Schiff oder so. Ich meine, ich liege gerade hier so schön auf der Lauer. ja, bis denn.